Der musste sein. Daran habe ich jetzt gedacht, wo der neue Community Day angekündigt wurde. Erstmal, Alter, was geht ab, Leute? Hunger. Ich hoffe, ich kriege dafür keine Probleme mit Copyright. Auf jeden Fall, der nächste Community Day wurde angekündigt. Ich habe jetzt zwar den super saftig Pulli an, aber das Event ist so gar nicht saftig. Das ist eher richtig leidend. Pinefoss, 15. April, was ziemlich früh ist, weil es ja eher die Mitte des Monats ist. Special Move ist noch nicht bekannt. Wahrscheinlich Voltilam Shiny. Ich habe gesehen, Voltilam ist rosa. Ampharos muss ich mir noch anschauen dann. Aber an sich, Voltilam, jetzt kein so gutes Pokémon. Im Vorfeld wurde echt viel gemunkelt. Es gab ernst viele Fakes. Ich habe auch ein paar gepostet auf Instagram, echt lustig, wie mir dann alle geglaubt haben. Dicker Radfratz, Potrot war auch im Gespräch. Es wurde gemunkelt, aber jetzt Voltilam. Nicht so viele sind davon begeistert, weil Voltilam eigentlich nicht viel kann. Ampharos, kein gutes Pokémon. Selbst mit einer besseren Attacke ist es immer noch relativ schlecht. Die Werte sind einfach zu schlecht. Es gibt Zapdos, es gibt Raikou, es gibt Blitzer, also viel bessere Donner-Pokémon. Bei Bisasaur war es halt so, es war eines der besten Pflanzen-Pokémon. Und dann hat es nochmal eine bessere Attacke bekommen, die es halt noch weiter nach oben gepusht hat. Ampharos ist irgendwo im Mittelfeld, was Donner-Pokémon angeht. Und selbst mit einer besseren Attacke kann es die anderen nicht übertrumpfen. Und zudem ist der Bonus relativ schlecht. Zumindest auf den ersten Blick. Vielleicht übersehe ich da was, weil auf den ersten Blick, man braucht nur ein Viertel der Kilometer für Eier. Und das klingt eigentlich ziemlich schlecht auf den ersten Blick. Ich meine, wie viele Kilometer liegt man in 3 Stunden zurück? Und davon dann nur ein Viertel? Ich meine, klar, wenn man, keine Ahnung, 10 Kilometer Eier sammelt oder so. Selbst nicht mal dann. Weil eigentlich ist es egal. Entweder, wisst ihr, was ich meine? Weil eigentlich ist es doch vollkommen egal, ob ihr... Das ist dasselbe Prinzip wie mit den Superinkubatoren. Das hat Spieletrend schon öfters herausgehoben. Und zwar ist es eigentlich egal, ob ihr Kilometer spart. Weil irgendwann gibt es eine Zeit, wo ihr nicht mit allen Inkubatoren lauft und nicht alle Eier brütet. Und dann wird das, der Vorteil, den ihr jetzt bekommen habt, wieder ausgeglichen negiert. Soll ich das nochmal kurz erklären? Sagen wir, wir laufen jetzt während des Events mit 9 Inkubatoren. Und wir sparen uns die Kilometer. Irgendwann, zum Beispiel nach dem Event bereits, laufen wir nur noch mit einem rum. Und das heißt dann, dass wir mit 8 freien Plätzen unnötige Kilometer laufen. Sagen wir, am Tag laufen wir, sagen wir 20 Kilometer. Das heißt, während des Events, okay, jetzt wird es ein bisschen kompliziert, sagen wir haben 9, 10 Kilometer Eier. Und da, das ist ein Viertel, das heißt, wir brauchen nur 2,5 Kilometer. Und dann brüten wir alle 10. Alle 9 Zehner, okay? Und dann... Okay, sagen wir, das war's mit dem Event. Und dann laufen wir nach dem Event einfach so ohne Inkubatoren, außer mit dem Unendlichen. Und dann laufen wir, keine Ahnung, den Rest des Tages nochmal 10 Kilometer. Das heißt, gesamt sind wir 12,5 Kilometer gelaufen und haben aber nur 8 Zehner gebrütet. Also eigentlich haben wir uns gar keine Kilometer gespart. Während des Events natürlich krass viel Kilometer gespart, aber dann nach dem Event, wenn man nicht mehr mit 9 Inkubatoren rumläuft, hat sich es irgendwann wieder ausgeglichen. Ich hoffe, ich konnte euch das gut genug erklären. Wenn nicht, dann schaut ein paar Videos von Spieletrend. Er hat das ganz oft gut erklärt mit den Super Inkubatoren, wieso sich die eigentlich gar nicht lohnen, wieso die eigentlich gar keinen Unterschied zu den normalen Inkubatoren machen. Das lohnt sich echt nur für sehr, sehr wenige Spieler, und zwar die, die immer mit 9 Brütern rumlaufen. Ansonsten, für jeden anderen, gleicht sich das irgendwann mal wieder aus. Deswegen ist das Event eigentlich ziemlich schlecht mit dem Bonus und das Pokémon an sich. Aber eure Meinung unten in die Kommentare. Was haltet ihr von dem Bonus? Was haltet ihr von Voltilam? Ich meine, ich werde natürlich zocken. Aber von den 3 Community Days, C-Days bisher, muss ich sagen, ist Nummer 4 der schwächste. Aber wir werden es natürlich sehen. Man weiß nie, was passieren wird. Vielleicht gibt es noch ein geiles Event, was dann in Kombination mit dem, oder Quest, irgendwas in Kombination mit dem, was den C-Day dann wieder saftig machen wird. Aber das war's von mir. Wie immer liken, subscriben, kommentieren. Checkt die anderen Videos ab. Folgt mir auf Instagram, Facebook und Twitter. Checkt den Shop ab. Vergesst nicht, Pokémon ist dieses Business.